Russische Uhren sind alles hässliche Militäruhren mit Traktorenwerken, ohne irgendeine raffinierte Komplikation oder irgendwas Besonderes. Nö, das sehe ich anders. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute soll es um eine besondere Uhr gehen. Und zwar um eine Borduhr, die einmal in einer MiG-29 verbaut war. Und zwar ganz konkret um diese hier. Was auf den ersten Blick relativ unscheinbar aussieht, ist für mich ein unglaublich interessantes Exponat gewesen, bei dem ich viel gesehen habe, was ich so noch nicht kannte. Eine Uhr mit 5-Tage-Werk, die gibt es auch als Armbanduhr, insofern okay, das war jetzt noch nicht der ganz große Bringer, aber eine Uhr mit zwei unabhängigen Stoppzeiten, mit denen man starten und stoppen kann, unabhängig voneinander und unabhängig von der Uhrzeit, fand ich persönlich schon sehr besonders. Eine Uhr, bei der ich von außen das Werk anhalten kann und auch gleichzeitig starten kann, wobei dann auch die Stoppzeiger angehalten werden und das Ganze ohne eine Krone ziehen zu müssen über einen Drehmechanismus. Ich fand's klasse. Und besonders reizvoll fand ich eine Uhr mit einem Anschluss für eine externe Heizung. Falls euch das alles interessiert, dann guckt euch jetzt mein restliches Video an. Da zeige ich euch das alles im Detail. So, da sind wir also. Ich möchte euch zunächst einmal zeigen, wie gut man die Uhr hören kann. So, das ist das gute Stück. Es ist verglichen mit einer Armbanduhr schon ein wirklich großes Teil, was man aber im Flugzeug auch entsprechend braucht. Also quasi zwei Fliegeruhren mit deutlich anderem Anwendungsbereich. Was mich bei dieser Uhr hier wirklich begeistert hat, ist der Zustand. Diese Uhr ist aus der Mitte der 80er Jahre und ist aus der Ukraine gekommen und wurde in einem Luftpolsterumschlag versendet. Also da sieht man schon, was die Besitzer und die Konstrukteure dieser Uhr der Uhr grundsätzlich alles zutrauen. Die Uhr habe ich gestern geliehen bekommen. Gestern war der Sinn-Stammtisch des Sinn-Uhren- und Technikforums. Und ein unglaublich nettes Mitglied, vielen Dank, Kian, hat sie mir leihweise zur Verfügung gestellt, um darüber ein Video machen zu können. Das fand ich wahnsinnig toll und hat mich irrsinnig gefreut. Wie im Intro erwähnt, hat diese Uhr zwei unabhängige Stoppzeiten. Was hier oben auf der 12-Uhr-Position aussieht wie eine zweite Zeitzone, ist aber in der Tat eine Stoppuhr mit Stunde und Minute, um die effektive Flugzeit zu stoppen. Man kann es im Augenblick nicht ganz so gut erkennen. Über der 6-Uhr-Position des oberen Totalisators ist ein graues Fenster. Grau zeigt an, dass die Stoppung im Betrieb ist. Drücke ich hier unten links den Knopf, dann springt das Fenster auf halb grau, halb weiß. Was bedeutet, die Stoppung wurde angehalten. Ein nochmaliges Drücken auf den Drehdrückknopf unten links setzt die komplette Stoppung auf 0 zurück. Unten rechts der Knopf ist für eine Kurzzeitmessung. Wie ihr sehen könnt, hat die Uhr keine Permanentsekunde,
sodass, wenn ich diesen Knopf hier unten drücke, eine Kurzzeitstoppung in Gang gesetzt wird mit einem zentralen Sekundenzeiger und dem 30-Minuten-Totalisator auf der 6-Uhr-Position. Ich finde das unglaublich spannend und habe da richtig viel Freude dran. Was ich ebenfalls sehr beeindruckend finde, und das kann man nur bei dieser Art der Stoppung zeigen, dass durch Drehen dieses Knopfes hier sich das gesamte Uhrwerk anhalten lässt. Jetzt läuft nichts mehr und das Doppelfederhaus steht weiter unter Spannung. Und durch den Zurückdrehen laufen die Uhrzeit und die Stoppungen wie gewohnt weiter. Ein Drücken stoppt die Messung und ein nochmaliges Drücken stellt die Messung auf 0 zurück. Wie gesagt, das ist die einzige Uhr, die ich bisher in Händen hatte, die zwei unabhängige Stoppungen parallel laufen lassen kann. Und das Parallele kann ich euch auch zeigen. Ich habe jetzt hier auf Start gedrückt, was durch das graue Fenster der 6 Uhr Position im oberen Totalisator belegt wird. Und durch ein nochmaliges Drücken des rechten unteren Knopfes starte ich die Kurzzeitmessung. Und jetzt laufen neben der Uhrzeit zwei Stoppzeitenmessungen parallel. Zurück, obwohl ich lasse es noch einmal laufen, um das Fenster oben freizulegen, dann sieht man den anderen Effekt besser. Jetzt stoppe ich die Flugzeitenmessung mit Minuten und Stunden. Das Fenster wechselt von ganz dunkelgrau auf halbgrau, halbweiß. Ich resette und es wird ganz weiß. Bei späteren Modellen dieser Uhr ist das Fenster nicht grau, sondern es wird rot bei einer Messung. Jo, wie ziehe ich die Uhr auf? Durch Drehen dieses unteren, vorne mit rot belegten Knopfes, Dreh-Drück-Knopf. Durch Ziehen an dem Knopf, also wie zeige ich es am besten? Ich glaube, so geht es am besten. Durch Rausziehen des Knopfes, das steht ja auch ein bisschen vor, lässt sich die Uhrzeit verstellen und durch Reindrücken ist die Uhr gestellt und läuft, wie gesagt, mit einem 5-Tageswerk. Die Rückseite ist technisch unspektakulär auf den ersten Blick. Diese Schrauben hier sind im Prinzip nichts anderes, um einen Einbaubügel befestigen zu können. Hinter dieser Schraube verbirgt sich in den Tiefen der Uhr eine Justierschraube, um einen Vor- oder Rücklauf regeln zu können. Man kann das aufschrauben und in ca. 3 cm Tiefe ist dann eine entsprechende Schraube, mit der der Gang der Uhr beeinflusst werden kann. Ja, was hatte ich gesagt von wegen einer externen Heizung? Dann bleiben ja bloß noch die kleinen beiden schwarzen Knöpfe hier unten übrig. Wenn wir davon einen mal aufdrehen, kann man sehen, dass das auch vergleichsweise unspektakulär ist. Das ist eine Gewindeschraube mit einem Metallplättchen. Letztendlich wird hier dran über ein Kabel die 27 Volt Bordstromversorgung der MiG 29 angeschlossen und somit lässt sich diese Uhr beheizen, um auch bei extremen Minusgraden in großen Höhen eine volle Funktionsfähigkeit der Uhr zu gewährleisten. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem Kian mir die Uhr gezeigt hat, hat sich bei mir ein kleines Flämmchen für NABOs, für Navigationsborduhren entwickelt. Und bisher waren mir diese Uhren ziemlich fremd und für mich auch nicht so interessant. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, in einem entsprechenden Gehäuse als Schreibtischuhr mit einem 5-Tage-Werk, ich glaube, ich bekomme richtig Spaß an solchen Uhren und bin unglaublich froh, dass ich euch diese Uhr vorstellen konnte. Wenn sie euch auch gefallen hat, dann schreibt doch einen Kommentar, abonniert meinen Kanal. Und freut euch auf meine nächsten Videos. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.